Damit ich den armen Fabrizio nicht länger auf die Folter spanne, werde ich jetzt anfangen, sein Paketchen auszupacken. Wir haben nämlich mal wieder ein Tauschpaket gemacht, diesmal wie gesagt mit Fabrizio und seinem Chico. Den Chico werde ich euch jetzt mal kurz einblenden, der ist nämlich total niedlich, also passt auf, da kommt er. Ist der nicht zuckersüß? Also ich finde den unglaublich niedlich. So, hier ist das Paket. Es ist super schwer. Wir packen das dann jetzt mal gemeinsam aus. Deckel auf. Als erstes kommt ein kleines Briefchen. Ich lese jetzt mal kurz durch. Ich denke, das können wir vorlesen. Hallo liebe Britta, Hanni, Bielle und Elfe. Wir freuen uns sehr, mit euch ein Tauschpaket zu machen. Wir hoffen, dass die Sachen im Paket gut schmecken und ihr was damit anfangen könnt. Liebe Grüße, Fabrizio und Chico. Den PS-Satz lese ich euch nicht vor. So, wir fangen dann mal an. Also erstmal ist das alles total schick in so Silberpapier eingepackt. Kann sein, dass ich gleich nochmal kurz weg bin, eine Schere holen, wenn das jetzt nicht aufgeht. Aber wir fangen einfach mal an. Bisschen wie Fort Knox verklebt. Ihr könnt jetzt nicht sehen, aber nicht nur die Elfe sitzt da, da unten am Boden. Bielle, komm mal auf. Da ist nämlich die Bielle und die Hanni, die sitzt da ungefähr. Hanni, magst du auch gucken? Komm mal hoch. Dann komm mal hier rum. Setz dich. Kannst du mitgucken. So, ich habe jetzt das erste Fort Knox-Paket so gut wie auf. Und da kommt mir entgegen etwas zu Futter. Das ist super, mögen die Mädels total gerne. Das ist Rinderkopfhaut. Da werde ich jetzt auch allen direkt ein Stück von geben. Dann gehen die mir nämlich hier nicht so auf die Pelle und sind ein bisschen beschäftigt. Das heißt, die Ohren, die ihr vorne seht, die sind von der Bielle. Die kriegt jetzt mal direkt eins. Und die sind auch schön klein, die Stückchen, nicht so monsterriesig. Die Elfe. Die Elfe möchte das nicht. Die Hanni möchte gerade auch. Oh, kein Problem. Ich weiß aber, dass sie es mögen. So, lasst mich raten. Es wird eine Hundewurst sein. Und da steht drauf, sorry fürs Einpacken. Warum? Ich finde es voll cool. Hat so ein bisschen was von Weltraum mit den ganzen silbernen Folien hier. Und wie gesagt, so ein bisschen Fort Knox. So, da kommt sie, die Hundewurst. Oh, die sind super, die kennen wir auch. Das ist eine Pur Bello Hundewurst. Die schneide ich total gerne fürs Training und das ist diesmal Rind mit Apfel und Buchweizen. Und da ist noch so ein Würstchen. Da steht nichts drauf. Die Sorte kennen wir auch. Das ist Truthahn mit Brokkoli und Kartoffel. Die mögen sie total gerne. Das ist... Ah, da steht was. Wer fressen will, muss schlau sein. Ah, sehr cool. Das ist so ein kleines Futterspielzeug, da kann man was reinstecken und die dürfen das dann rauspulen. Finde ich sehr, sehr cool. Mache ich ganz, ganz häufig. Ich habe da auch verschiedene Futterspielzeuge. Das haben wir noch nicht. Das ist dann sehr cool, haben Sie mal wieder was anderes. Die braucht man immer. Ich hätte jetzt erst gesagt Kakatüten, aber sieht irgendwie anders. Doch, Kakatüten. Ja, sehr cool. Kakatüten braucht man immer. Vor allem die Pinken. Da steht nichts drauf. Oh, wie niedlich. Wie süß sind denn die? Das sind richtig tolle Bielle-Bälle. Bielle-Bälle, da ist sie auch direkt. Bielle-Bälle,
Das sind so kleine Bälle von Kong, die sind total klasse. Ich glaube, die schwimmen sogar auch. Okay, und sie quietschen. Die sind großartig und die Bälle findet sie auch schon total interessant. Ja, kannst du nachhaben, Schatz. Okay, da steht nichts drauf. Macht Geräusche. Oh, die sind lecker, also finden meine Hunde. Das sind Chewies Monoprotein-Snacks mit Huhn. Die haben wir schon mal gehabt, aber nicht in Huhn. Schön ist all die Sachen, also das haben wir besprochen. Wir werden das genauso machen. Alle Sachen hier, die wir verschicken im Tauschpaket, sind zuckerfrei und getreidefrei, weil Fabrizio da genauso drauf achtet wie ich, dass die Hunde nicht ganz so viel Fastfood fressen. Ab und zu bekommen sie das natürlich auch. Klar, meine Hunde stehen auf Kolik unterwegs. Die Bjelle motzt rum. Die wollen natürlich irgendwas probieren. Also habt ihr das auch? Die gehen immer an einer Seite total gut auf und an der anderen Seite überhaupt nicht. So. Dann kriegt die Bjelle eins. Super. Und die Honey? Ja. Die sind gut, ne? Und die Elfe auch? Super. Jetzt nimmst du wieder dein Kaugummi, genau. Soll ich das vorlesen, was da drauf steht? Auch Frauen müssen belohnt werden. Ne, das ist, glaube ich, nichts für euch. Und könntest du bitte dein Essen vom Tisch wieder runternehmen? Ja, nimmst das bitte. Danke. Und gehst du mal da vom Tisch runter? Das ist dann wohl was für mich. Oh, sehr lecker. Chocolate Chip Cookies. Extrem gut. Dankeschön. Dankeschön. Und das Beste kommt zum Schluss. Da stehe ich total drauf. Ist absolut großartig. Das Beste, was du mir schicken konntest, Fabrizio. Da drauf steht, sorry, das Papier war leer. Völlig egal. Ich liebe Gummibärchen. Gummibärchen sind großartig. Ja, das war unser Tauschpaket. Das für Fabrizio, das verpacken wir heute. Das geht dann am Montag raus. Und wenn er am Mittwoch aus dem Urlaub wieder da ist, war glaube ich Mittwoch, dann sollte es da sein. Ich hoffe, es gefällt ihm dann genauso gut, wie mir das hier gefallen hat. Und ich hoffe, er macht dann auch ein kleines Video, wo er zeigt, dass er es auspackt und so und überhaupt. Und ja,